So, perfekter Start. Willkommen, Leute. Ich muss in Richtung 2,5. Ich bin fast in 1,5 gelaufen. Jedenfalls, willkommen zu Hardcore Games Runde 15, beziehungsweise Folge. Heute nur mit mir, allein, nur du und ich, vereint mit Steve und dem Kid Ninja. Das spiele ich heute. Mal nicht Kangaroo, sorry. Ich habe wirklich in den letzten Runden zu viel Kangaroo gespielt. Das ist mir auch aufgefallen. Aber es liegt einfach daran, dass ich es gerne spiele, nicht weil ich es jetzt irgendwie keine Ahnung, abuse oder so, oder halt in den Kämpfen wegrenne, aber es ist einfach das Kit für meiner Meinung nach, also für mich eigentlich, womit ich am schnellsten bin. Also Grappler seit dem Nerf ist für mich echt nicht mehr so cool, wenn man sich halt nur noch an Dings so grappeln kann, so an feste Gegenstände, so, also nicht Gegenstände, aber Objekte, so wie ein Baum oder so weiter, halt solange der Boden nicht geht, das finde ich dann echt doof. Und ich habe es dann auch echt seitdem nie wieder so krass gespielt, also so aktiv wie früher. Da hat es kurz geleckt. Ja, Leute, was gibt's zu erzählen? Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal nur so ein Ding unter uns. Ich erzähle euch ein bisschen was, was bei mir so abgeht, weil bei mir jetzt auch die Schule angefangen hat und jetzt ist halt sozusagen bei mir der ernste Teil, also Abitur. Das heißt, ich muss das Ganze mit Minecraft versuchen zu drosseln. Das heißt, versuchen, ich werd's und muss es auch. Also ich versuche trotzdem jeden zweiten Tag ein Video für euch rauszubringen, aber neben den Aufnahmen werde ich privat, denke ich mal, kaum noch was spielen. Also mir macht es Spaß und so weiter, Minecraft zu spielen, HG und so weiter, das macht mir alles Spaß. Nur man muss halt sich die Prinzipien setzen und wirklich sagen, also mein Abitur ist im Moment einfach tausendmal wichtiger. Wer weiß, was das hier alles noch wird mit GRG. Natürlich geht man davon aus und hofft, dass das alles eine positive Zukunft hat, aber wenn ich mir sage, dass ich in 10 Jahren vielleicht ein besseres Abi gekriegt hätte, hätte ich diesen Kanal nicht gemacht, der vielleicht letzten Endes eh nichts geworden ist, dann werde ich das bestimmt bereuen. Das sind so eine typischen Mutti-Sprüche und so weiter. Aber es ist ja auch was dran. Also es ist ja nicht einfach nur so dahergesagt oder so. Es ist ja einfach wahr. Aber nichtsdestotrotz versuche ich so viel Kompetenz in die Videos reinzuschmeißen, wie nur geht. Und hoffe, dass es euch auch einigermaßen gefällt. Das war auch bei Folge 14. Ich weiß, das war nicht das optimale Gameplay. Aber ich hatte echt jetzt auch keine Zeit, ein neues aufzunehmen mit Lauch, weil, ja, wie schon gesagt, die Zeit ist echt Mangelware. Und das ist jetzt auch bei dieser Aufnahme der Fall, weil ich wirklich schon, glaube, davor zwei Fehlversuche jetzt hatte. Das ist jetzt echt in letzter Zeit nicht so oft passiert. Das kann ich selber nicht so richtig glauben, aber in letzter Zeit hat es wirklich ziemlich gut funktioniert bei den ersten Versuchen. Ist ja auch gut und so weiter. Aber in Zukunft, ja, keine Ahnung. Ich muss halt mich wirklich vor jeder Dings warm spielen, weil ich wirklich so. Ich spiele halt HG eigentlich nicht mehr so, sag ich mal, ja, privat hört sich so dumm an, finde ich. Aber ich spiele privat, sag ich mal, sag ich jetzt trotzdem. Ohne aufzunehmen, kaum noch. Gut, dass er sich natürlich auch selber anburnt. GG. Hat ein bisschen Pech gehabt mit seinem Tor. Also hat es unglücklich, sag ich mal, geplantet. Und ist da jetzt echt öfters reingelaufen als ich, glaube ich. Was ja echt nicht der Sinn davon sein soll. Aber egal. Auf jeden Fall, Leute, was jetzt auch in letzter Zeit war, seit ich das White Tiger Pack, seit es jetzt bei Schmocky jetzt announced wurde und so weiter, gab es auch wieder richtig viele positive Resonanz. Aber es gibt halt immer wieder Leute, die sich halt irgendwie immer irgendwas schreiben müssen. Von wegen, ja, dass ich da irgendwelche. Also, hatte da eine Diskussion mit so einem. Keine Ahnung, was das war. Ein Brite oder ein Ami, ist mir eigentlich auch relativ egal. Aber da wieder, ja, okay, die Partikel, die hast du von mir geklaut. Und das hast du und so weiter. Und dann, das sind halt so Leute, keine Ahnung, ich hab die halt, ich kenne die halt nicht so. Und dann frage ich mich so, ja, okay, geklaut habe ich jetzt echt nicht bei dir so.
Das war halt echt der Fall, weil ich halt eine Tigertatze als Crit-Partikel hatte, also immer noch habe, halt den Pack. Und dann meinte er so, ja, ich habe auch eine Tigertatze als Partikel gemacht. Meine ich so, ja, okay, das ist jetzt kein Wunder so, weil, ja, ich glaube, sowas hat es öfters gegeben, dass jetzt jemand schon eine Tigertatze als Dings genommen hat. Also war ich jetzt echt nicht so krass überrascht davon. Aber es war halt nicht die gleiche Textur und vor allem nicht geklaut. Also ich wüsste jetzt echt. Ja, das sind halt immer so Sachen neben Texture Packs. Ich habe da auch schon meine Zeit mit Lexboy und so weiter gehabt, wo der dann auch manchmal sich da immer irgendwelche Streitigkeiten gesucht hatte. Obwohl für mich, ich bin überhaupt nicht auf Konflikte aus. Ich meine, ich mache ein Texture Pack, um nicht um gerade mich um zu beweisen, was ich für Skills habe, sondern im letzten Endes. Für mich halt ein Texture Pack zu machen, womit ich gerne spiele, oder letzten Endes, um so einen wie Schmocky halt glücklich zu machen. Und da gibt es auch so Sachen wie, ja, du machst nur die Foul-Schwerter so auf der Dings und so weiter. Ja, ich mach das, weil es Schmocky so gefällt. Ich habe auch Alternativschwerter gemacht und so weiter, aber Schmocky mag trotzdem lieber die Default-Form. Und da kann ich machen, was ich will und so weiter. Wenn er mir sagt, dass er die Schwerter so haben möchte, dann ist es, glaube ich, das Sinnvollste, wenn es ihm gefallen soll, dass er das Dings so macht. Also ich so mache. Ne? Schreiben ja trotzdem ganz viele Schmucky, nice Job und so weiter. Aber auf jeden Fall, ja, es ist einfach mega motivierend, wenn man einfach bei so einem Video einfach die Kommentare durchliest. Also da kriegt man einfach richtig Lust, wieder weiterzumachen und weiß nicht. Allgemein einfach. Die YouTube-Motivation steigt einfach. Und ich habe auch wirklich richtig Bock mit Kompetenz-GRG einfach so, weiß nicht, einfach wieder was Neues aufzubauen. Und hoffe, dass da Patrick auch mal bald wieder Lust dran findet. Aber für den ist echt dieser Umschwung gerade extrem. Und das habe ich schon öfters angesprochen, das muss man respektieren. Und das tut ja auch. Dafür bin ich euch und er auch sehr dankbar. Und jetzt wird erstmal. Oh, ich dachte. Ey, nein, willst du mich jetzt verarschen, oder? Okay, ja, die fighten. Und na, dieser Bäcker-Typ, der hat mich von gekillt gehabt im Team. Also jetzt, ja, der kam halt am Ende, sag ich mal. Mehr als so auf Abstauber. Aber es leben jetzt auch richtig wenig nur noch, also. Mal gucken. Ich lass mich überraschen. Aber in Tab ist der Typ noch, das ist mega verwirrend. Ihr wollt mich verarschen, oder? Nee, ist eigentlich fair. Ja, Leute, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt weiter drauf gehen oder? Was würdet ihr jetzt machen mit meinen Suppen? Ihr würdet auch zum Minifies jetzt gehen mit meinen Anzahl von Suppen. Dann seid ihr auf der gleichen Wellenlänge wie der Basti. Nee, Leute, das tue ich mir jetzt ganz ehrlich nicht an, weil ihr habt gesehen, es bringt nichts. Also, was der mir da reindrückt, da also mit seinen 3,5 bis 4 Herzen, der kann ich eine Suppe schlucken und es bringt einfach nichts, ne? Von daher, wenn der meint, nach 9 Minuten für Iron da zu haben. Ja gut, 9 Minuten geht eigentlich klar, aber das hat mich jetzt schon oh, ein bisschen überrascht. Aber 9 Minuten ist auf jeden Fall machbar. Das ist jetzt nichts X-Ray oder irgendwie sowas. Also. Vor allem, wenn er jetzt noch meiner ist oder so. Dann bin ich komplett ruhig. Okay.
Also, wir haben ein 350, 250 Mini-Feast. Einfach immer die mittleren Koordinaten empfehle ich euch abzulesen. Ich habe jetzt echt keine Lust, wirklich jetzt so zu sterben. Also, ich will es halt noch. Okay, mach ich halt den da hinten. Den Ger. Lol. Ah, er will auch zum Mini-Feast vielleicht. Also. Okay. Er holt sich Kakteen. Ne, er hat eine Trap, okay. Oder? Ist es eine Trap? Da mit dem Holz, das verwirrt mich. Ja, es ist eine Trap, okay. Wo kommt der? Okay, ich muss an die Trap. Bitte nimm doch den Full Iron in deine Trap, Mann. Meine Fresse, was ist das denn, Alter? Ja, wow. Nice Job. Schreib bitte GG in den Chat, komm. 3, 2, 1 und zack. Ja, ist halt kritisch, ne? Kann ich nicht so viel machen. Ja, komm, Leute, dann hänge ich jetzt noch live einen hinten dran. Weil ich wirklich halt jeden zweiten Tag, ich habe jetzt echt nicht so viel Zeit. Ich muss auch gleich pennen, weil ich muss wirklich um 5 Uhr muss ich raus. Und das ist halt bei mir so eine Sache, dass ich jetzt. Ja, die Server, die starten auch. Das ist halt auch mega nervig. Weil wenn ich mal eine Runde spielen will, muss ich echt. Guckt euch das an. Ist doch nicht normal. Und auf der Seite. Leute mich aus. Aus der Seite. Auf der Seite wird ja auch nicht mal angezeigt, welche Server jetzt starten. Deswegen könnten wir. Nein, aber. Wir können jetzt auf einen KitPP-Server gehen. Und da ein bisschen kämpfen oder so. Nee, komm, ich bin schon AG. Wenn es eine AG-Folge ist, dann soll es auch ein bisschen AG geben. Ah, das sieht schon besser aus jetzt. Komm, ich zeige euch mal den Alltag hier. Tag Normal. Spawn. 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 Und dann halt Richtung minus 1. Dann schreiben wir Nein. 3, weil wir nett sind. Dann nehmen wir das Kit. Ja, was nehmen wir für ein Kit, um jetzt schnell zu sein? Im Sumpf, wir müssen ungefähr 250 Blöcke laufen. Bedeutet, wir nehmen. Okay, was willst du denn deinem Bruder? Okay, ist, oh, okay. Na denn, ach so, dann. Na dann. Ja, klar. Nein, Spaß. Also ihn verarschen. Bitte. Ich wäre richtig froh, wenn ich einen Bruder hätte, Alter. Ich hätte richtig gerne einen Bruder, so in meinem gleichen Alter oder irgendwie so ein bisschen jünger. Ich habe halt nur eine ältere Schwester, die halt schon ausgezogen ist. Und seitdem fühle ich mich halt richtig wie so ein Einzelkind. Und das ist schon ein bisschen komisch. Weil irgendwie, ja, ich weiß nicht, Einzelkind. Ja, also ich hatte immer einen ziemlich guten Draht, sag ich mal, zu meiner Schwester. An sich so, also wir hatten halt immer den gleichen Humor. Wir waren jetzt nicht so eine Geschwister, die sich so gestritten haben oder so. Gibt es ja irgendwie meistens, dass das immer so bei Geschwistern sofort auf Streit oder so übertragen wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder so. Aber. Alter, ist schon hart, wenn was sie wirklich schreiben. Also, weil, dass ich Bleiche trinken soll, verstehe ich nicht. Also, ich weiß nicht, was ich den manchen Leuten dann so angeblich getan habe. Ich bin einfach normal Ninja. Oder. Aber ich habe echt nichts getan, dass man sowas schreiben sollte. Ich weiß, dass es nicht ernst gemeint ist. Ich habe die Richtung vergessen.
Wirklich die Richtung vergessen. Was war die Richtung jetzt? Richtung 1. Jetzt ist mir eingefallen. Okay, gut. Ja, ich mache mir auch nicht so viel daraus, aber ich finde es echt. Ja, ist schon hart, ne? So, ich werde jetzt auch Scout eigentlich, denke ich mal, hauptsächlich nicht. Ja, im Kämpfen wird halt hart, weil ich komme mit der FOV nicht so krass klar, weil guckt euch das mal an. Jetzt. Sieht aus, als wenn ich so 5000 Blöcke hochspringe. Weil ich spiele fast auf Quake Pro. Ich spiele auf 108. Und ich mache das auch auf KPP-Servern. Wenn ich jetzt Speed 2 Kämpfe habe, dann mache ich auch auf 90 Dings runter. Aber Speed-Kämpfe liegen mir überhaupt nicht so, main-mäßig so. Ist nicht mein Ding. Also da verkackt mein Aim ein bisschen. Und da greife ich meistens zum Blockhitten dann über. Aber ist ja auch nicht verboten, sage ich mal. So, der Sumpf ist schon ein bisschen leerer und wir haben jetzt schon wieder Potions gekriegt. Nice. Ist okay. Dann können wir vielleicht uns erstmal auch verpieseln. Falls wir echt. Ja, wir werden es nicht rechtzeitig schaffen. Uns zu equippen. Gut. Rennt der mir hinterher oder den Pilzen? Okay, gut. Ich dachte. Gibt's mich manchmal. Soll es wohl geben, so eine Leute. Die einem hinterher rennen. Ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen Holz mit und dann gleich wieder noch eine Potion rein und dann renne ich erstmal ein bisschen weg. Nur zum Craften. Und um Sicherheit zu kriegen. Fail. Achso, ich muss schon. Oh mein. Das war jetzt der schlechteste Craft. Den ich jemals hatte in meinem Leben. Ist der jetzt in die Schlucht geschwommen? Nee, das. Domper. Nein. Aber ich gerade. Stimmt, als Scout mit Speed. Das war echt knapp, krieg ich keinen Fallschaden. Für die Leute, die es nicht wussten. Aber ich bin nicht so ganz zufrieden mit meiner Position. Da ich ja, mich am Arsch in der Schlucht befinde. Mit dem Arsch eher gesagt. Ja. Gut, ich bezweifle, dass die Runde echt was Positives wird, aber ja, gut. Habe ich gesagt, dass das jetzt ein krasses Gameplay wird? Nein. Aber ich würde mich jetzt echt blöd fühlen, euch jetzt wieder so ein bisschen sowas anzubieten. Ich glaube, die Blöcke reichen, oder? Mal gucken. Ich hätte auch ein paar sparen können, da ich so eine Treppe eher bauen könnte. Mir werden, glaube ich, 2 Blöcke fehlen. Ja, mir fehlen 2 Blöcke. Hundertprozentig. Das ist Erfahrung, Freunde. Also halt 2 Blöcke, um an dieser Fläche so zu sein. Versteht ihr? So. Wir gehen zurück zum Sumpf, versuchen noch 2 Bars zu kriegen irgendwie. Wird schon irgendwie möglich sein. Ah, genau, hier perfekt sind rote Pilze. Die brauchen wir auch. Und das Texture Pack, Leute. Ich weiß, dass ihr das haben wollt, aber lasst mich das doch mal bitte. Ihr merkt doch, dass ich euch das nicht gebe. Vielleicht hat es einen Grund. Vielleicht kommen bald 4000 Abonnenten. Vielleicht hat es damit was zu tun. Ich weiß es nicht. Aber, ich sag ja schon die ganze Zeit, dass mit den Special und so weiter, dass es für mich nicht so sinnvoll ist, weil es ist halt, ja, schon auf dem Kanal das erste Mal, aber man hat es halt schon mal geschafft, so weiter, und
Ja, ich will nicht sagen, dass die Freude. Doch, die Freude, die ist groß. Eigentlich ganz ehrlich, die ist groß auf dem neuen Kanal. Ich muss echt sagen, ich bin mega zufrieden, so von Klicks, Likes, Abonnentenzahlen. So alles im Verhältnis passt es mega gut. Auf jeden Fall besser als auf dem alten Kanal. Von daher freue ich mich eigentlich auch. Also wäre das jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass man sich darüber nicht freut, wenn man das schon mal geschafft hat, sag ich mal. Weil es ist ja nicht einfach nur so ein Achievement, dass du sozusagen die Abonnentenzahl hast, weil. So eine hohe Abozahl zählt ja auch, bringt ja auch nichts, ne? Also, ich finde einfach so an sich, die Leute, die Community hat sich einfach komplett gebessert. So, seit wir den neuen Kanal haben, sehe ich kaum noch Flame. Die Leute, man sieht die gleichen Leute, die kommentieren. Man hat so seine Stammabonnenten, ne? So als wenn es Stammkunden wären. Und es freut einen wirklich, weil man die Leute auch kennt und es echt auch korrekt findet. Also, ihr dürft nicht jetzt irgendwie denken, falls ich mal nicht antworte oder so, dass ich das nicht lese. Ich lese wirklich jeden Kommentar. Ich aktualisiere direkt, wenn ich da dieses Announce Message Ding da sehe von Google Plus und es freut mich auch wirklich jeden Kommentar von euch zu lesen. Aber man merkt schon, wenn Leute wirklich aktiv deine Videos raten, beziehungsweise aktiv in den Kommentaren mal vertreten sind. Und das sind halt wirklich Leute, die dir Kraft geben, sage ich mal. Es hört sich jetzt dumm an, Kraft zu geben, weil es gibt viel schlimmere Sachen, also nicht schlimmere Sachen, aber viel ernstere Sachen, sage ich mal. Wie zum Beispiel, was ich jetzt auch ansprechen kann, ist ja zum Beispiel die ALS Ice Bucket Challenge. Ich finde, da hat Veni schon ein ziemlich gutes Video drüber gemacht. Der hat das schon auf den Punkt getroffen. Aber ich finde an sich diese Diskussion also schon richtig, aber ich finde den Punkt, sage ich mal, zu diskutieren. Welche tödliche oder welche schlimme Krankheit jetzt noch schlimmer ist, also wo es sich mehr lohnt zu spenden, sag ich mal, weil dort halt weniger Menschen sterben sozusagen. Ich finde es einfach eklig oder einfach so krank, sag ich mal, mit den Menschenleben einfach so zu rechnen, ne? Also irgendwie sozusagen, auch wenn es halt nur eine geringe Zahl ist, aber trotzdem, wenn es dein Leben wäre. Dann wäre das dir auch, sag ich mal, sehr egoistisch über alle anderen so gestellt, mehr oder weniger. Es ist eine schwierige Angelegenheit und ich finde, ALS, schlimme Sache auf jeden Fall und es muss natürlich auch angeregt werden. Ne? Es muss ja darauf, sag ich mal, die Studien und so weiter, das muss ja alles irgendwie finanziert werden. Und wenn es halt, wie ich aus wenig Videos, Video da rausgehört habe, wenn es echt von dem Bruder da eingeleitet wurde, dessen kranker Bruder da wirklich an dieser Krankheit erkrankt ist, dann, kann man echt stolz sein, so einen Bruder dann noch zu haben. Mal um das so zu sagen. Weil ich kenne es selber. Okay, jetzt übertreibe ich vielleicht. Ich kenne ich selber und so weiter. Aber so irgendwie so eine Situation zu haben, dass man sich so. Ich weiß nicht. Wartet mal ganz kurz. Ich muss da jetzt mal kurz einschreiten. Mir jetzt leid, dass du so sterben musstest. War jetzt nichts, aber es hat sich halt perfekt angeboten. Okay, ist hier unten einer? Ne, aber der hat ein Eisenschwert. Also ich meine jetzt, worauf ich hinaus wollte, war damals meine Aktion mit meiner Pulsader zum Beispiel. Ich hatte. Das ist. Oh mein Gott, da ist einer. So, jetzt erstmal. Aufhören zu labern. Und den nächsten vor allem klatschen. Ah, doch nicht. Okay, nice. Ich sage so, nee, ich glaube, den Punkt mit den, dass ich es selber verstehe, das ist jetzt komplett falsch, weil bei mir war es eine komplett andere Sache. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade. Das war jetzt gerade Quatsch, vergiss das mal ein bisschen. Ich muss es vielleicht rausschneiden, eventuell. Oder. Nee, es hat jetzt keinen Sinn gemacht. Also, falscher Ansatzpunkt. Ich meine, das war eine Verletzung und so weiter, das ist keine Krankheit irgendwie. Was ich nur meine, dass. Na, irgendwie schon, man ist halt diese Hilflosigkeit. Also, ich war im Moment. Vielleicht nicht jetzt über eine längere Zeit krank, aber du hast dich komplett hilflos gefühlt.
Also für die Leute, die es jetzt nicht wissen, ich habe mir damals mal, das ist jetzt schon 2 Jahre, ja, habe ich mir beim Unfall mal die Pulsader aufgeschnitten und es war bei mir, das war dieses Gefühl, dass du einfach, sag ich mal, man könnte jetzt sozusagen irgendwie verhindern, dass sich die Pulsader öfters aufgeschnitten wird oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das ist halt auch nur dir auf der Welt passiert ist, aber trotzdem würdest du dir halt wünschen, dass du unterstützt wirst sozusagen, weil es ist einfach so ein, ich weiß nicht, irgendwie die, ja, das hört sich zu egoistisch an, ne? Weil ich wüsste auch nicht in ernsten Situationen, wie ich mein Leben gegenüber von denen, von anderen so sehen würde, weißt du? Ich meine so, ob ich mich, wenn ich jetzt die Chance hätte, irgendwie, keine Ahnung, 10 Menschenleben zu retten oder meins selber zu opfern, wenn es jetzt wildfremde Personen wären. Das hat nicht, ob man das dann halt, sage ich mal, machen würde. Das sind so Fragen. Boah, richtig tiefgründig hier. Das letzten Runden irgendwie nur Scheiße gelabert und jetzt komme ich mit so einem Thema hier. Aber mir ist gerade ein bisschen so danach, hat man manchmal so eine Phase. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie könnt ihr mir mal so schreiben. Ich meine nur, worauf ich jetzt hinaus wollte. Veni, du hast komplett recht, finde ich. Dass Krebs auf jeden Fall eine Krankheit ist, wovon viel mehr Menschen betroffen sind und wirklich viel mehr Menschen auch dran sterben. Und auch richtig, das ist einfach eine schlimme Sache, klar. Aber mir ging es einfach nur den Aspekt, sage ich mal, um mit Menschenleben so zu reden, so zu sagen, das ist einfach als Handelsprodukt, so, keine Ahnung, so Rechenoperationen, Operatoren so anzusehen, einfach, ne? Aber ich glaube heutzutage, ja, man muss es einfach machen, um realistisch zu sein. Realistisch einfach. Man darf einfach nicht bei jeder kleinen Sache, sag ich mal, rumheulen. Na klar, es gibt so viele schlimme Sachen. Aber ist jetzt halt kein Grund. So drauf abzugehen, wie ich jetzt, also ich meine es jetzt auch. Es ist halt nur die, es war jetzt nur so ein Kommentar dazu. Und jetzt ist auch erstmal Schluss mit dem Thema. Ich habe irgendwie Steps gehört. Okay, da kommt auch einer. So, ich bin ihn jetzt holen, solange er noch low. Ach, ich. So, fuck, das wird wehtun. Okay, Gladiator, fuck. Und gleich eine Suppe Quick droppen. Ja, ich muss halt viel früher jetzt recraften als er. Fuck, ich hätte die Herzen ändern sollen. Ja, fuck, ich konnte echt nicht. Ich hätte jetzt recraften müssen, das war jetzt alles ein bisschen fail, Leute. Ein bisschen andere Runde. Ich habe echt ein bisschen viel gelabert, auch ich glaube zwischendrin ein bisschen Mist. Ich hoffe, das geht trotzdem klar. Ich denke mal, das waren jetzt zwei recht akzeptable Runden. Letzten Endes bestimmt ein langes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen irgendwie. Ich habe mir versucht, Mühe zu geben gegen den Typen da. Das war jetzt,
Ja, es juckt mich jetzt eh nicht, was da jetzt da im Anschluss passiert wäre, wäre eh nichts mehr Spannendes geworden und so weiter. Ich hätte jetzt noch einen Recraft schaffen müssen. Ich war ein bisschen verplant, ist auch ein bisschen später. Aber ich bin zufrieden, bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao.